Mein Gott, wie das alles aussieht, ne? Ich hab's schon mal ausprobiert. Sie wäre gestorben. Wo rennt er denn hin? Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Wir sind immer noch hier in der Zukunft. Ein Jahr nach den... Ja, ein Jahr sind wir in die Zukunft geschickt worden und wir versuchen wieder zurückzukommen. Und genau das tun wir jetzt. Wir waren hier, gehen wieder zurück und schauen uns nochmal ein wenig um. Moment mal, diese Tür können wir mit Varric öffnen. Ich glaube, da dürfte noch was sein. Wow. Naja, ein bisschen Kohle. Schadet nicht. Genau. Plündern. Jägerrüstung 112. Hat er jetzt was Besseres, oder? Ah, Stufe 9. Dafür muss er erst aufsteigen. Naja, ist ja bald soweit, so. Oh, hier sitzt jemand. Mit einem Buch. Das sieht aus. Ob das der Aal ist? Nein, der wäre wahrscheinlich nicht hier unten. So. Vorschlaghammer, Streithammer. So. Weiter geht's. So, wo kamen wir denn jetzt her? Mein Gott, ich bin echt total durcheinander. Da war noch was. Ah ja. Moment, da ist noch eine Tür. Hier sind Schlafräume, lesen. Tagebuch einer Wache. Könnt ihr euch alles durchlesen, aber ich möchte nicht verplempern mit Lesen. Für die, die es wollen, können es Pause machen und sich das durchlesen. So. Ja, dieses Sammeln hier ist auch mal ein bisschen langweilig noch. Eigentlich müsste es ja einen Effekt haben, ne, auf uns. Wenn wir uns dem roten Lyrium hier nähern oder so, dass das da irgendwas dann ist oder passiert oder so. So, ich bin etwas angeschlagen. Ne, Dorian ist etwas angeschlagen von der Gesundheit. Von daher werden wir ihm einen Trank verpassen und dann aufstocken unsere ganzen Speichern nochmal. Obwohl, an einer gewissen Stelle speichert das Spiel wahrscheinlich von alleine, aber ist egal. Sicher ist sicher. Hier ist noch ein Räumchen. Mein Gott, wie das alles aussieht, ne? Ich habe wieder ein kurzes Standbild. Ich hoffe, das geht gleich wieder weg. Jetzt geht's weiter. Brauche ich, glaube ich, auch gar nicht rausschneiden. Das war jetzt nicht so. Das hat jetzt nicht so lange gedauert. So, hier ist nichts mehr. Können wir also weitergehen. Es gibt keinen Erbauer. Der Älteste hat ihm alles genommen und wird schon bald aus seiner Stadt heraus herrschen. Das macht ihn noch nicht zu einem Gott. Sie wäre eh gestorben. Von daher. Ich hab's schon ausprobiert. Sie wäre gestorben. Definitiv wäre sie gestorben. Der ist tot. Der andere ist nach draußen gerannt. Wo rennt er denn hin? Oh. Ich bin überrascht, dass sie sie so lange am Leben gelassen haben, die arme Frau. Ja. Oh. Dolch. Bianca Bogen 2. Na, endlich kommen wir mal zu Sachen, die man unbedingt haben will. Die arme Frau. Naja.
Aber wir versuchen das ja ungeschehen zu machen alles. Damit das niemals eintrifft, niemals passiert. Fernkampfverteidigung. Wer hat noch keinen Gürtel? Dorian hat einen Gürtel. Was hat der denn für einen Fernkampfverteidigung? Geistresistenz? Ich glaube... Nee, ist alles. Den können wir jemand anderem geben. Aber ich glaube, so viel Aufwertung brauchen wir jetzt auch nicht, weil es ja einfach die einfache Stufe ist. Ich muss gucken, dass ich hier nichts verpasse. Woher wusste Trevelyan von dem Opfer im Tempel? Antwortet! Niemals! Oh. Euer Widerstand ist... Ich werde euch brechen! Erst sterbe ich. Oder ihr. Ihr lebt. Ich wusste nichts von dem Opfer im Tempel. Ich bin einfach nur zufällig in all das hineingestolpert. Ihr habt keine Geheimnisse bewahrt. Dann wird es sein letzter Fehler gewesen sein. Habt ihr Waffen? Gut. Der Magister ist vermutlich in seinen Gemächern. Seid ihr überhaupt nicht neugierig, wie wir hierher gekommen sind? Nein. Alexius hat uns in die Zukunft geschickt. Das hier, sein Sieg, sein Ältester. Es hätte nie dazu kommen sollen. Ich muss Alexius finden und seinen Zauber umkehren. Wenn wir es schaffen, in unsere Gegenwart zurückzukehren, können wir verhindern, dass diese Zukunft jemals eintritt. Und da fragen sich die Magier immer, warum die Leute sie fürchten. Niemand sollte eine derartige Macht besitzen. Sie ist gefährlich und unvorhersehbar. Vor der Bresche war nichts, was wir getan haben... Das reicht! Für euch ist das alles hier unwirklich. Nur irgendeine Zukunft, von der ihr hofft, dass sie niemals Realität wird. Aber ich habe gelitten. Die ganze Welt hat gelitten. Und das war real. Ja, das stimmt. Also, ne, ein Jahr lang gefoltert. Dass sie überhaupt noch laufen. Ich bitte doch lediglich um Informationen. Nein, ihr redet, um die Stille zu füllen. Glaubt mir, ihr wollt nichts von dem, was geschehen ist, wissen. Ja, das wollen wir auch wirklich, glaube ich, nicht. Und wo ich hier schon mal... Ich weiß gerade gar nicht, was ich... Die unterbrechen mich immer und dann vergesse ich, was ich sagen wollte. So, Liliana haben wir jetzt dabei. Gut, dass wir auf einfacher Stufe spielen. Boah, guckt euch das an. Da unten waren wir, glaube ich. Glaube ich. Oh, Wasser. Boah. Okay. Okay. Wir müssen Alexius finden. Ich bin mir sicher, er ist in einem ansprechenderen Teil des Schlosses, falls es hier so etwas gibt. Ja, falls es sowas gibt hier, das stimmt. Nächste Welle. Oh, hier ist auch so ein Schleierfeuer. Das schließen. Mann. Was, hier wurden doch Rituale abgehalten. Da kann man mir sagen, was man will. Da. Wie
Wir öffnen die Türen. So. Docks. Docks, Docks, Docks. Der Magister braucht mehr Macht für seine Rituale. Ey, ich wollte ihn gerade retten. Den friere ich ein, Dorian. Ach ne, jetzt hat er schon die Barriere ge... Den tust du ein. Wieso hat das nicht getan? Wieso hat er es nicht getan? Du sollst sie einfrieren. Na toll. Gut, dann machst du es jetzt so. Oh, bald haben wir eine Stufe 9. Das kann Alexios nicht gewollt haben. Schattenessenz. Ach ja, wir hätten das vorher ja schon mal abgeben können. Ach, Kacke. Wir hatten doch so viel gesammelt gehabt. Hm. Na egal. Ist nicht schlimm. Oh, jetzt wären wir beinahe da reingeflogen. Guckt euch an, das war mal der Hafen, ne? Oder? War das mal der Hafen, den wir so kannten? Oder ist das ein anderer Teil des Hafens, den wir kannten? Oh. Cassandra ist reingefallen. Und direkt wieder auferstanden. So. Ich trinke, die anderen haben, glaube ich, volles Leben. Und dann füllen wir es nochmal auf. Wenn da so viele Vorratskisten sind, haben wir gleich einen ziemlichen Kampf zu kämpfen. Na gut. Die Bresche! Sie ist... überall. Der Älteste und seine Venatori. Sie sind diejenigen, die die Bresche geöffnet haben. Okay. Okay. Ach, das sind wieder diese ekligen... Nee, gar nicht. Das geht. Wow, weg. Auf nimmer Wiedersehen. Alles durcheinander. Ich hätte das, glaube ich, alles besser planen sollen. Aber hinten sind noch welche. Jetzt können wir sie schließen. Bei mir ist das Spiel immer so laut. Ich glaube, ich rede dann auch ein bisschen lauter. All is loud. Boah, wie das aussieht. Aber ein geiles Bild. Oh, guckt euch das mal an da. Mit der Hand. Vieles habe ich auch noch nicht gesehen. So. Wir treffen gleich einen. Also die endgültige Entscheidung von diesem Stück hier wird einige erfreuen, andere nicht. Egal welche wir treffen, es wird immer so sein. Außer die Berater. Die sagen zwar manchmal auch, das finde ich nicht so gut. Aber das beeinflusst ihre Haltung uns gegenüber nicht. Welle. Ich halte schon mal meinen. Ah, jetzt kommen die. Egal, wir machen das jetzt schon mal. Kommen die nicht hierher? Ach doch, wenn mein Feuer vorbei ist. Dann kommen die hier wieder. Na super. Ach, da ist nur einer. Gut.
Machen wir erstmal das Laute weg. Jawoll. Ist hier nichts zu holen? Gehen hier einmal rum. Da ist das, wollte ich doch sagen. Ach Gott, ist das alles aufregend, aufregend, aufregend. Ich dachte, hier ist was. Aber ich glaube, das ist nur zum Kämpfen hier oben gewesen. Alle aus dem Weg, alle aus dem Weg. Was? Das war mal ein schönes Schloss. Hier ist nichts. Uah, dann gehen wir jetzt rein. Nein! Connor! Es war ein Akt der Tapferkeit. Er wusste, es gab keinen anderen Weg, sich zu wehren. Wann? Wo? Wo ist er denn? Er hat diesem Dämon bis zuletzt getrotzt. Ja, toll. Aber ich glaube, das mit Connor wäre nicht gekommen, wenn ich ihn nicht, wenn ich dieses Dragon Age Keep nicht angehabt hätte. Bin mir aber nicht so ganz sicher jetzt gerade mal. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Er ist hier nirgendwo. Ich glaube, im anderen Raum ist er auch nicht. Weil man denkt ja sonst, er ist im anderen Raum, ne? Habe ich auch schon öfters gedacht, aber... Aber ist leider nicht der Fall. War hier nicht was zu lesen noch? So, das sind zwei Türen. Jetzt müssen wir noch... Oder war er das? Oder hä? Wir gehen einfach mal rein. Gucken, ob er hier war. Auch nicht. Sag ich ja. Irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch nur ein... Alexios Tagebuch. Viel Spaß für diejenigen, die das lesen. Ja gut, manchmal sind die Hintergrundgeschichten schon wichtig zu wissen. Aber... Naja, ist wieder eine Vorratskiste. Das bedeutet, jetzt kommt hier wieder irgendwas. Aber als erstes... Bevor wir das machen, machen wir das hier nochmal auf. Was ist aus Felix geworden? Wisst ihr das vielleicht? Ja, das weiß ich. Und ihr wollt es mir nicht erzählen? Ihr werdet es noch früh genug herausfinden. Das kann ja da nichts Gutes sein. Alle nochmal heilen. Außer Cassandra hat noch volle Heilung. Gut, und somit können wir das jetzt hier auffüllen. Also gehe ich davon aus... dass es jetzt hier noch einen Kampf geben wird. Oh, hier ist offen. Kann man da reingucken? Ach nee, das ist einfach nur für die Statue. Ja, so. Hier speichere ich jetzt nochmal. Mache Pause und ihr wisst... Hallo, Pause. Und ihr wisst, was das bedeutet. Genau, wir sind am Ende der Folge. Ich möchte diesmal nicht überziehen. Und da gehen wir rein, aber beim nächsten Mal, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like, lieben Kommentar oder vielleicht, wenn ihr es noch nicht getan habt, ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen und sage bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Nennt mir einen Grund, warum wir euch nicht auf der Stelle töten sollen. Das Konklave ist vernichtet.
Alle, die ihm beiwohnten, sind tot. Alle außer euch.